Rentnerin macht Finanzminister Lindner Angst. Kennen Sie Oma Erna, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Und vor allem, warum Oma Erna oder vielmehr Finanzminister Lindner Angst vor Oma Erna hat? Wenn Sie das wissen wollen, dann bleiben Sie dran, denn genau das erzähle ich Ihnen in diesem Video. Es gibt einen kleinen Trick, mit dem könnte der Finanzminister über 30 Milliarden Euro Mehreinnahmen generieren. Aber bevor es damit losgeht, ganz kurz in eigener Sache, mein Team hat mir gezeigt, dass 80% derer, die meine, die unsere Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch gar nicht abonniert haben. Daher an der Stelle abonnieren Sie doch gerne den Kanal. Außer ein paar Mausklicks kostet Sie das selbstverständlich nichts. Aber Sie machen meinem Team und mir damit eine große Freude. Daher lassen Sie gerne ein Abo da. Nun aber endlich los. Es gibt einen kleinen Trick, mit dem könnte der Finanzminister über 30 Milliarden Euro Mehreinnahmen generieren. Und das ist für den Finanzminister natürlich eine krasse Versuchung. Und wie könnte das generieren? Werden? Nun, Sie wissen ja, Finanzministeriumsbeamte, die können schon mal kreativ sein. Und vor einigen Jahren haben Politiker über die Frage diskutiert, warum Hundefutter und Schnittblumen mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% besteuert werden, Babynahrung und Topfpflanzen aber beispielsweise mit 19%. Und da kam man dann auf die Idee, ob es nicht besser sei oder einfacher. Und das ist natürlich immer die Frage der Perspektive. Besser für den Finanzminister ist es natürlich, für Sie natürlich umgekehrt nicht. Aber jedenfalls hat man darüber diskutiert, sich die Frage gestellt, ob man den ermäßigten Steuersatz von 7% nicht einfach abschaffen sollte und für alle Produkte einheitlich und natürlich auch Dienstleistungen einheitlich den Steuersatz von 19% zurzeit festlegen sollte. Und in diesem Zusammenhang, da erschufen die Leute im Finanzministerium seinerzeit die Oma Erna. Und zwar ist Oma Erna eine fiktive Witwe mit Hund, die einmal in der Woche frische Blumen kauft und ans Grab ihres Verstorbenen bringt und im Geschäft so auch Hundefutter kauft. Und all das natürlich zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Und würde man nun den einheitlichen Steuersatz von 19% festlegen, hätte Oma Erna natürlich eine wesentlich höhere Steuerlast tragen müssen. Und vor Oma Erna hat bereits der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble zurückgeschreckt. Er hatte Angst vor einer emotionalen Debatte um den ermäßigten Steuersatz und so fiel bereits damals die geplante Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes aus. Jetzt ist es 10 Jahre später, Christian Lindner ist Bundesfinanzminister und schon wieder möchte man das bürokratische Steuersystem entschlacken. Und da fällt natürlich immer wieder der Blick auf die Mehrwertsteuer, auch insbesondere auf die ermäßigte Mehrwertsteuer. Und so kam jetzt raus, dass Minister Lindner eine Arbeitsgruppe aus 3 Referaten eingerichtet haben soll. Und die kam zu dem Ergebnis, zumindest nach einem Bericht des Bundesrechnungshofs, dass aus steuerfachlicher Sicht eine Reform wünschenswert sei, die den Umsatzsteuersatz vereinheitlichen soll und dann zum Beispiel nur noch Lebensmittel ermäßigt besteuert werden. Aber dann muss offensichtlich dem Herrn Lindner der Geist von Oma Erna erschienen sein, denn aus dieser Aussage der Referate der Arbeitsgruppen, dass das aus steuerfachlicher Sicht wünschenswert sei, kam dann eine Ablehnung dieser Reform und begründet wurde das mit aktuellen ökonomischen und gesellschaftlichen Gründen. Man sagte, es sei politisch nicht durchsetzbar zurzeit. Und ja, meine Damen und Herren, wir reden von jährlichen Mehreinnahmen aktuell von ungefähr 35 Milliarden Euro. Wie gesagt, jährlich, also 35 Milliarden Euro pro Jahr. Ein erhebliches Potenzial, so der Bundesrechnungshof. Aber offensichtlich, und ich finde das für Sie, liebe Rentnerinnen und Rentner, ja sogar sehr gut, offensichtlich möchte mit dieser Oma Erna, da möchte sich niemand anlegen, denn anscheinend ist diese Thematik aktuell im Finanzministerium vom Tisch. Das wollte ich Ihnen mit diesem Video nochmal erläutern, Sie darüber informieren. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Wir sehen uns gerne in meinem nächsten Video. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.